Hallo und herzlich willkommen zum Empowered Life Podcast. Dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Dieser Podcast ist für alle, die denken, da ist noch so viel mehr in meinem Leben, das gelebt und ausgedrückt werden will und wofür ich jetzt losgehen will. Es geht hier um die Themen Empowerment, Bestimmung und wie du ein freies, leidenschaftliches und selbstwirksames Leben führst. Herzlich willkommen. Ich bin Heike Dittmers, Mindset- und Empowerment-Coach. In dieser Folge geht es darum, wie du dein wahres Selbst lebst. Und wir machen einen Ausflug in die Yoga-Philosophie, denn dort finden sich super, super gute Inspirationen und Hinweise darauf, wie das am besten funktioniert. Unser wahres Selbst ist unser authentisches Selbst. Das ist quasi unsere Essenz und das Allerwichtigste, wenn es darum geht, unsere Bestimmung zu leben und unsere Lebensaufgabe leben zu wollen. Wenn wir unser authentisches, unser wahres Selbst leben, dann sind wir verbunden mit unserer Lebendigkeit, unserer Lebenskraft und das ist quasi unser Lebenselixier. Es ist unser authentisches Gefühl, es ist unsere Kreativität und unsere pure Lebensenergie. Unsere Neugier, unser Frieden, der innere Frieden. Unsere Liebe, Leidenschaft, Intuition. Es ist die Annahme unseres Selbst als etwas Ganzes und Wunderbares. Unser wahres Selbst ist aber auch ein äußerst empfindlicher und auch empfindsamer Teil von uns, der sehr stark mit unserer inneren Weisheit verbunden ist. Es orientiert sich nicht an Logik oder dem Verstand, sondern ist wirklich die Soul Power, die Seelenessenz. Es ist häufig das, wonach wir uns in der Tiefe sehen, gerade wenn wir merken, Mensch, ich muss jetzt mal was verändern irgendwie. Irgendwas fühlt sich nicht so ganz. Irgendwie fühle ich mich nicht so in meiner Kraft. Dann ist es meistens sehr gut, sich anzugucken, ob und wie sehr man mit seinem wahren Selbst verbunden ist. Das wahre Selbst ist immer da. Das heißt, wir kommen auf die Welt mit dem wahren Selbst. Manchmal ist es etwas verschüttet vom Leben, von unseren Lebenserfahrungen. Und dann liegt es an uns, wirklich genauer hinzugucken, warum es verschüttet ist und wie wir da wieder rankommen. Unser wahres Selbst ist wirklich das, je stärker wir damit verbunden sind, umso erfüllter erleben wir unsere Welt und unser Leben. Also auf der einen Seite gibt es das wahre Selbst und auf der anderen Seite gibt es das falsche Selbst. Und das falsche Selbst sind all diese Anteile in uns, man sagt auch Ego, dass wir uns angeeignet haben aus einer Angst heraus. Das bedeutet, es ist eine Form von Schutzpersönlichkeit und das ist unfassbar anstrengend. Das ist so wie, als wenn du einen Wasserkorken die ganze Zeit unter der Oberfläche hältst, weil du etwas lebst, was du gar nicht wirklich bist. Unser wahres Selbst wird gestärkt, wenn wir eine sehr liebevolle und wohlwollende Spiegelung in unserer Kindheit hatten. Und auch jetzt, wenn wir das nicht hatten, können wir es entfalten und freilegen, indem wir uns Liebe, Verständnis, Respekt und Sicherheit entgegenbringen. Indem wir uns selbst versichern, dass wir so, wie wir sind, und zwar in echt und nicht, wie wir denken, dass wir sein müssten, um anerkannt und gemocht zu werden, völlig in Ordnung sind und dass es unsere Bestimmung ist, uns nicht passend zu machen, sondern das zu leben, weil das unfassbar viel Lebenskraft und Freude und Leidenschaft freisetzt. Unser falsches Selbst ist der Part, der aus einem Mangel heraus agiert. Das bedeutet, das sind auch dann diese Ziele. Das ist auch unfassbar wichtig, wenn wir uns mit unseren Zielen auseinandersetzen. Uns ehrlich zu fragen, will ich das wirklich, weil mich das tief erfüllt?
weil es mir in der Essenz wichtig ist, weil ich es liebe und bereit bin, dafür in die Umsetzung zu gehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einen Partner suche, ja, mache ich das, weil ich voll Lust habe auf eine erfüllende Partnerschaft oder weil ich denke, shit, jetzt bin ich 30, alle anderen um mich rum haben schon einen Partner, der total gut passt, irgendwas ist mit mir falsch, ich muss jetzt mal schnell zusehen, dass ich auch einen kriege, meine Eltern fangen auch schon an, immer komische Sprüche zu machen. Also weißt du, was ich meine? Oder auch bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe voll Bock auf ein Sixpack, habe aber im Moment nicht die Priorität, das zu machen. Und das war auch was so für mich, wo ich gedacht habe, will ich das, weil ich dann besser aussehen will, weil ich dann mir auch hoffe, dass mich Leute attraktiver finden? Oder will ich das, weil ich mich richtig gut fühle, wenn ich eine gestärkte Mitte habe? Ja, und das ist immer so, aus welcher Intention kommt das? Aus welcher Quelle kommt das? Denn das falsche Selbst agiert immer aus dem Angstdenken, immer aus diesem, also die größten negativen Glaubenssätze kommen aus dem falschen Selbst. Deshalb ist es so kraftvoll, das wahre Selbst zu suchen, weil das ist ja immer darunter quasi, ja. Deshalb lohnt es sich so sehr, wirklich zu gucken, was ist da noch, was ist da, wenn ich tiefer gucke. Das falsche Selbst ist von der Intuition und Gefühlswelt eines Menschen abgekoppelt. Das ist sehr viel im Verstand und versucht alles über den Verstand zu lösen. Und jetzt stell dir mal vor, die ganze Energie, die da reinfließt, wenn die freigesetzt wird, was dann passiert. Ich möchte mit euch jetzt einen Ausflug machen in die Yoga-Philosophie, weil die Yoga-Philosophie einen unfassbaren Schatz hat, bereitstellt für uns, um unser Bewusstsein mehr zu verstehen. Für mich ist die Yoga-Philosophie auch ein Quell an Coaching-Wissen. Deshalb lohnt es sich immer wieder da mal reinzugucken und zu gucken, was denn eigentlich die Yoga-Philosophie dazu sagt. Und ich möchte in dem Fall, was das wahre Selbst angeht, da gibt es ganz viele Sutren, die sich damit beschäftigen, weil es immer wieder darum geht, wer sind wir denn in der Essenz? Und ich will aber in diesem Fall den Blick auf zwei spezielle Sutren richten mit euch. Die kommen beide aus dem ersten Kapitel der Yoga-Sutren, also es gibt insgesamt vier. Und das erste ist das Samadhi-Pada. Da geht es um die Bewusstseinsstufen des Geistes. Erstmal, was ist Yoga überhaupt? Häufig wird das ja dargestellt als Asana-Praxis, also als eine körperliche Praxis. Aber es ist der Zustand, in dem dir nichts fehlt. Und das ist der Zustand von Verbindung. Im Grunde, wenn das falsche Selbst nicht dazwischen funkt und sagt, was alles gerade nicht richtig ist und wo wir besser sein müssen und wo wir nicht ausreichen und diese ganzen Storys, die uns dieses falsche Selbst den ganzen Tag erzählt. Und wenn nichts fehlt, dann sind wir automatisch in diesem Zustand, wo wir mit unserem wahren Selbst verbunden sind. Im Yoga Sutra 1.2 wird das näher beschrieben. Da heißt, in dem Moment, in dem wir aufhören, uns mit den Geistesbewegungen, den Turbulenzen des Geistes zu identifizieren, dann entsteht der Zustand des Yoga. Es heißt nicht, wenn die weg sind, sondern wenn wir uns nicht mehr damit identifizieren. Das heißt, wir müssen gar nicht immer, oft ist es ja so, dass wir versuchen, unsere Gedanken zu verändern und dann klappt das nicht und dann sind wir irgendwie frustriert und denken, shit, jetzt habe ich schon so viel Mindset-Arbeit gemacht und habe immer noch diese Gedanken. Aber im Grunde geht es gar nicht darum, alle Gedanken ständig auszutauschen, wobei das auch klug ist, da wachsam zu sein. Aber manchmal geht das eben nicht und dann einfach darunter liegend weiterzufahren, also ich habe die Gedanken, aber ich bin die Gedanken nicht. Wenn wir das schaffen, dann haben wir mehr und mehr Zugriff zu dem wahren Selbst. Und das ist auch das, was die Yoga-Praxis, also jetzt wirklich die Asana-Praxis, so kraftvoll macht, weil wir häufig
in diesen Zustand kommen, wenn wir diese Yoga-Übung machen. Steven Kotler, der viel zum Thema Flow geforscht hat, hat das auch beim Surfen entdeckt, dass wir, wenn wir so konzentriert und fokussiert sind auf das Jetzt, dadurch eben diese Einheitsgefühle entstehen und der Verstand total zur Ruhe kommt. So, wie machen wir das jetzt im Alltag, wenn wir eben nicht auf dem Surfbrett stehen oder auf der Yogamatte? Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Coach geworden bin. Ja, wie können wir dieses Wissen und auch diese Erfahrung mit in den Alltag rübernehmen und dann wirklich etwas verändern und transformieren? Wenn unser Bewusstsein auf Autopilot unterwegs ist, dann ist es mit dem Denken identifiziert. Ja, dann fokussieren wir uns zu 100% mit dem, was gerade ist und was wir gerade denken und was wir gewohnt sind zu denken und wahrzunehmen. Unser Fokus ist dann zumeist auf Probleme anstatt auf unsere Ziele und deren Lösungen gerichtet. Dadurch reproduzieren wir die dann auch immer neu. Aber es gibt noch ein weiteres Yoga-Sutra, das direkt nach dem 1-2er kommt, und zwar das 1-3er. Wie sollte es anders sein? Und das ist so spannend, weil da geht es nochmal darum, welche Projektion der Verstand kreiert. 1-3 heißt Tara Drashtu Svarupi Vastanam. Dann, wenn Yoga Chitya Vritti Nirodha, also wenn wir aufhören, uns mit den Gedankenwirbeln zu identifizieren, dann wird der Sehende Drashtu, das individuelle Selbst, in seiner wahren Natur, im wahren Selbst etabliert. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, die Chitta-Vrittis nicht mehr als uns wahrzunehmen, kriegen wir Kontakt zu unserer wahren Natur und sind im wahren Selbst etabliert. Jetzt stell dir das mal so vor. Du hast in deinem Kopf wie ein Kinofilm, auf dem deine Wirklichkeit abläuft. Und du sitzt quasi direkt auf deinem roten, gemütlichen Kinosessel. XL Premium, genießt die Vorstellung. Manchmal auch nicht. Weil du denkst, oh mein Gott, was ist da schon wieder für ein Film am Start, den ich erlebe? Weil gleichzeitig ist es auch noch ein Gefühlskino. Das heißt, du bist in Realtime live dabei und gleichzeitig bist du auch noch der Filmvorführer. Das heißt, du hast den Film eingelegt, du hast die Filmrolle ausgesucht und sorgst für den Inhalt, der abgespielt wird. Und dieser Rolle sind wir uns nicht bewusst, wenn wir denken, wir sind das alles. Wir denken, also quasi, wenn wir in der vollen Identifikation sind, dann denken wir, wir sind die Filmrolle, wir sind der Kinosessel, wir sind der, der drauf sitzt. Also wir haben das Gefühl, wir sind das alles. Das wahre Selbst ist quasi der Beobachter. Das ist der Teil, der sich das anguckt und sagt, ach, da sitzt jemand, guck mal, der hat gerade den Film am Start. Das ist ja interessant. Willst du nicht mal einen anderen Film einlegen? Willst du nicht mal ein paar neue Szenarien abspielen? Und es geht nicht darum, so zu tun, als wenn der Film, den wir sehen, ja, als wenn diese Chitta-Vrittis, diese Gedankenwirbel, mit denen wir uns identifizieren, dass die nicht da sind, ja, die sind da. Und das ist auch etwas, womit wir uns beschäftigen können, ja. Wo es wichtig ist, hinzugucken und ein Bewusstsein für zu entwickeln. Und das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Was sehen wir gerade, wenn wir hinter die Projektion unseres Egos, also des falschen Selbst, gucken und wieder die Filmrolle des wahren Selbst auflegen? Und da geht es nicht darum, um so Pseudo-Spiritualität, ja, so nach dem Motto, ach komm, wir tun jetzt mal so, als wenn wir das alles gar nicht wahrnehmen und sehen. Sondern es geht um Echtheit und da geht es wieder darum, die Gefühle ins Spiel zu bringen. Und zwar nicht die Gewohnheitsgefühle, an die wir uns gewöhnt haben, durch bestimmte Gedanken, die wir uns auch angewöhnt haben, sondern wirklich öfter mal zu sagen, oh, der Film läuft gerade, du bist im falschen Selbst und jetzt wird's Zeit, unapologetic, du selbst zu sein.
So, was kannst du tun, außer dieses Bewusstsein immer wieder zu stärken und zu gucken, bist du gerade der, der den Film anguckt? Oder kannst du einen Schritt zurück machen und zum Beobachter werden, was du gerade siehst und damit dann auch deinen Film beeinflussen und eine neue Rolle aussuchen, einen neuen Film einlegen? Also das eine ist, dieses Bewusstsein zu entwickeln, was läuft ab, was für einen Film gucke ich mir eigentlich auch schon seit Jahren an. Oft sind es ja Filme, wo wir denken so, nee, das kann jetzt nicht, es ist jetzt täglich grüßt das Murmeltier und ich den Film, den kenne ich, den will ich jetzt mir nicht mehr angucken. Habe ich genug? Ist vorbei, ich steig aus. Im Grunde beschreibt der Film das ja auch sehr gut. Der Moment, wo dann das Bewusstsein aktiv wird und sagt, so machen wir das nicht mehr. Was kannst du noch tun, um dein wahres Selbst zu stärken? Eine Sache, die unfassbar wichtig ist, ist dein Umfeld. Und damit meine ich nicht das Klassische, du bist die fünf Menschen, die dich umgeben, das ist auch wichtig. Aber es geht eher darum, traust du dich in deinem Umfeld so zu sein, wie du wirklich bist? Oder hast du das Gefühl, du musst dich passend machen, damit du akzeptiert wirst? Du musst einen Teil deiner Wahrheit abgeben, an der Tür quasi, wie beim Pförtner. Ich habe früher mal beim NDR gearbeitet. Beim Pförtner gebe ich so einen Teil von meinem wahren Selbst ab und dann mache ich mal, ne? Dann gucke ich mal, wie das so wird. Das ist häufig mit so einem schambehafteten Gefühl verbunden. Deshalb ist es so wichtig, welche Menschen uns umgeben. Unser Selbst lebt, also unser wahres Selbst lebt in dem Moment auf, wenn es eine ehrliche emotionale Verbindung zu anderen Menschen erleben kann. Und das sind idealerweise Freunde, Familie, Menschen, die dir nahestehen, wo du wirklich so sein kannst, wie du wirklich, wirklich bist, ohne irgendwelche Teile zu verleugnen, ohne uns zu verbiegen oder irgendwie dem anderen was recht zu machen, in der Hoffnung, dass ich dann, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, ein schmerzhaftes Gefühl vermeide. Denn auf den ersten Blick ist es viel leichter und gesellschaftlich auch anerkannter, sich ein falsches Selbst zu erschaffen, weil wir damit dann jeglichen Konflikten und auch Bewertungen aus dem Weg gehen. Oberflächlich fühlt sich das erstmal sicher an. In der Tiefe trägt es uns aber nur zu uns selbst, wenn wir Ehrlichkeit wählen anstatt Anpassung. Und das ist so tief in uns drin, weil das für uns so wichtig ist, in der Gruppe akzeptiert zu sein. Das war früher unser Überlebensinstinkt oder das ist unser Überlebensinstinkt, in einer Gruppe akzeptiert zu sein. Deshalb tun wir häufig alles dafür, um nicht aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, um irgendwie Teil davon zu werden. Und dann merken wir manchmal auch gar nicht, dass wir Teile von uns dafür weggeben. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Maya Angelou, die gesagt hat, das ging in dem Kontext darum, dass sie gesagt hat, bevor ich einen Teil von mir weggebe, um irgendwo dazu zu gehören, wähle ich mich selbst. Und sie hat gesagt, I belong to me, I'm free. Ich wähle mich, ich wähle mein wahres Selbst und ich wähle es, mich nicht anzupassen, um das Gefühl von Scham in mir zu vermeiden. Weil ich daran glaube, dass es kraftvoller ist, wenn ich mit meinem wahren Selbst verbunden bin. Weil ich daran glaube, dass es einen Grund hat, dass ich dieses wahre Selbst habe und dass ich gemeint bin, dass ich so gemeint bin, dass ich das wahre Selbst auch lebe. Denn Schamvermeidung bedeutet immer, ich wähle mich anzupassen, weil ich dem Gefühl von Scham ausweichen will. Der Gewinn ist ein sehr fauler Kompromiss. Das ist so wie, es gibt doch immer diese Tests mit Kindern. Das ist dieser Versuchsaufbau, wo Kindern gesagt wird,
Hier ist eine Tafel Schokolade und wenn du 2 Stunden wartest und die nicht isst, dann bekommst du 2. Und man hat ja festgestellt, dass die Kinder, die das aushalten, zu warten, den kurzen Schmerz wählen, am Ende viel erfolgreicher sind als die, die sofort zugreifen. Und so ist es auch mit dieser Schamvermeidung vom wahren Selbst. Das fühlt sich schnell mal besser an, aber auf der langen Reise des Lebens fühlt es sich nicht besser an. Und der Gewinn, das wahre Selbst zu leben, ist viel wertvoller, als das Gefühl von Scham zu vermeiden, denn meist haben wir eine Erfahrung von Gefühlen, die in der Vergangenheit liegt. Also wir haben Angst vor Erfahrungen, weil wir mal dachten, wir können das nicht aushalten. Aber im Jetzt sind wir so viel kraftvoller und Gefühle sind ja wie Wellen. Das bedeutet, sie fließen durch uns durch. Und natürlich ist ein Gefühl von Scham nicht angenehm, aber die Lebendigkeit, die darunter liegt, ist so viel mehr wert. Und meistens ist es auch so, dass die Menschen, die wirklich für uns bestimmt sind, also die wirklich bestimmt sind, mit uns einem gemeinsamen Weg im Leben zu gehen, dich dann für deine Ehrlichkeit und Menschlichkeit lieben. Und wenn nicht, dann sind sie wirklich nicht für dich gedacht. Und das ist auch okay. Also wenn du merkst, du vermeidest Wahrhaftigkeit, du vermeidest dein wahres Selbst, dann frag dich ruhig immer mal, welchem Gefühl gehe ich aus dem Weg? Welches unangenehme Gefühl möchte ich nicht fühlen? Und dann ein wahrhaftiges Bewusstsein dafür zu entwickeln, was du wirklich, wirklich fühlst und das auch mehr und mehr nach außen zu tragen. Je mehr wir das machen, umso mehr, umso leichter fällt uns das, weil ich plötzlich merke, dass ich viel authentischeres Feedback bekomme und weil ich in engerer Verbindung zu anderen, aber auch in engerer Verbindung zu mir selbst stehe. Und die Selbstannahme ist das Schönste, was du für dein wahres Selbst tun kannst. Nicht perfekt sein zu müssen, sondern zu sagen, hey, ich bin in Verbindung mit mir, ich stehe in Verbindung mit mir und I love it. Und ich traue mich immer mehr, dieses wahre Selbst nach außen auch zu zeigen. Mit der Gefahr, dass ich abgelehnt werde, mit der Gefahr, dass ich nicht für alle bin. Tja, dafür sind wir ja auch nicht gemacht. So, ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen und würde mich unfassbar freuen, wenn du dich mit mir auf Instagram verbindest und mir einen Kommentar hinterlässt, was du aus dieser Folge mitgenommen hast und wie es dir selber damit geht. Und ich bin total gespannt auf eure Antworten. Du findest mich unter Heike Dittmers Coaching, den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann gibt es in dieser ersten Woche, und das ist ja heute die letzte Folge aus der ersten Woche, die Möglichkeit für dich, ein Human Design Reading mit mir zu gewinnen oder eine Stunde 1:1 Coaching. Dafür hinterlass mir hier gern eine 5-Sterne-Bewertung und der Gewinner wird in der nächsten Folge, nächste Woche Mittwoch, preisgegeben. Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche beim Empowered Life Podcast, um mit Leidenschaft, Liebe und dem wahren Selbst im Gepäck ein Leben zu kreieren, das dich wirklich erfüllt.